Ja, also bis jetzt ist der Tower halt ein bisschen anders da. Das war's dann auch schon wieder. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Luminous Night Minecraft Dungeon Season 2 Adventure Gedöns Plus. Ganz genau. Meine Erwartungen sinken immer mehr, muss ich leider sagen. Und das finde ich nicht so gut. So, jetzt haben wir einen Golem, ja? Wir haben einen Golem bekommen das letzte Mal. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, wir haben halt einfach ganz normal den Tower gemacht und der hat jetzt komische Symbole und es gibt ein Lager, wo ihr eure ganzen Items, die ihr sammelt, reinmachen könnt. Das war's. Genau. Das ist die große Innovation, auf die wir jetzt ein halbes Jahr lang gewartet haben. Ja, lasst euch das ganz kurz auf der Zunge zergehen. Halbes Jahr für eine andere Optik, für einen Texture Pack. Ja, es ist ein Texture Pack. Und ja, oh, wir können nur noch einmal sterben. Sind wir schon zweimal gestorben? Ernsthaft? Boah, sind wir schlecht. Was nehmen wir? Katana? Wir müssen eigentlich einen neuen Bogen nehmen. Wobei die Rüstung halt schon immens stärker ist. Hä? Ah, jetzt. War einfach das Ding nicht da. Dornen. Ich glaube, das lohnt sich beides nicht. Lass nochmal eins hier rein skillen und... Ja. Dann lass uns sparen. Okay, jetzt sind wir hier im... Darf ich sagen, Howling Peaks Bereich? Hallo, Golem, mach doch mal was. Oh, der war sehr sauber geworfen. Oh, yes. Nee, der lebt noch. Bin ich jetzt aber nicht so schneile. Warte. Perfekt. Die fallen von alleine runter. Kann ich sagen, finde ich gut. Ja, der Golem kommt nicht mit. Was ist das denn? So, den spawn ich jetzt hier nochmal. Komm. Jetzt hier kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Tak, tak, tak. B. Hier, Heilung. Zack, zack, bam, bam, bam. Tot, yeah. Tot? Nicht tot. Oh, hier windet. Da müssen wir aufpassen, wenn wir runterfallen. Glaube ich nicht so gut. Ja, die Innovation. Spricht für sich. Wo lebt noch einer? Ich hasse ihn abgrundtief. Also ich glaube... LOL! Ich kann mir vorstellen, nochmal... ein Let's Play zum normalen Spiel zu machen mit den DLCs. Und vielleicht ab und zu mal ein paar Content-Videos. Aber... Spaß an den neuen Updates habe ich halt nicht mehr. Und das finde ich schade. Muss ich sagen, es gibt Minuspunkte. Mehr Pfeile, durchbohren und Gift, wichtig. Ja. Immerhin, wir sind schon mal ganz gut weit gekommen. Oh ja, Giftschaden, sauber. Golem! Los! Ui! Wo ist er? Oh, hier können wir rausgucken. Sehr schön, wo ist er? Du, da! Sogar zwei von denen. Ich könnte mich jetzt beschweren, dass das Game echt einfach ist. Aber ich tue es nicht. In diesem Game... Dieses Game... Ist wirklich Karma das Spiel. Ihr glaubt es mir vielleicht nicht. Aber dieses Game besteht legit. Ja, hier rechts noch was. Nö. Wenn ihr diesem Game sagt, es ist zu einfach, dann kommt es einfach. Und das zeigt euch dann, was einfach ist. Ist der Wahnsinn.
Ich möchte trotzdem sagen, dass es an der Stelle echt einfach ist. Das finde ich ein bisschen schade. Die Dudes stehen immer noch da oben. Ich habe es auch noch nie geschafft, den Tower zu finishen, weil ich nicht motiviert genug dafür bin. Auch schon ein bisschen. Was ist das denn? Gong der Schwächung. Ich glaube, ich nehme den Verzauberungspunkt und investiere direkt mal in Blutegel. Und das war's. Yo. Oh, wir sind bei den Köchen. Sauber. Oh, der macht doppelter Schaden. Komm, komm, komm. Hier wird weggedenkst. Zack, zack, zack. Sehr schön, sauber. Ordentlich. Ding, zang, zorn. Welche mit ihm? Hier sind jetzt wenigstens mal mehr Gegner, aber wirklich Death-Probleme habe ich noch nicht. Klar, wir sind einmal gestorben, das war aber auch dumm, weil wir wirklich in die Creeper reingelaufen sind. Ich glaube, das passiert mir nicht mehr. Hoffe ich. Hoffe ich. Aber ja, nun gut. Merkt man, dass ich demotiviert bin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß, ich sollte keine Videos aufnehmen, wenn ich demotiviert bin. Aber ich möchte es halt euch auch irgendwie zeigen, weil eben letztens gab es einen Kommentar von jemandem, der meinte, wann kommt wieder ein Minecraft Dungeons Video? Und ich meinte, wenn es ein neues Update gibt. Jetzt gibt es ein neues Update und ja. Zufrieden ist was anderes. Aber nun gut, so, Dornen, wichtig. Wichtig, zweimal rein. Wenn ich einmal sterbe, bin ich tot, so, das Problem. Okay. Wenn wir jetzt Schaden bekommen, gar nicht erst versuchen Nahkampf mit ihm. Gar nicht. Solche Leute kriegen keinen Nahkampf von mir. Ich höre sie doch. Der ist weg, sauber. Hier können wir auch nochmal die schöne Aussicht genießen. Das Stockwerk ist abgeschlossen. Ich finde es gut einfacher. Beim letzten Mal war es ja ultimativ schwer. Zwei Stockwerke waren fast unmöglich zu machen. Ich finde gut, dass sie es ein bisschen mehr gebalanced haben. Oh, 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 fies, fies. Dog wäre halt auch gut. Ich glaube, Nahkampf. Ja, let's take this. Und er hier. Und Frost. Wir haben noch zwei, da können wir noch in irgendeins reinskillen. Giftschaden. Stimmt, wir sind 14. Doch, es kommt ein Boss. Entschuldigung, es sind zwei Bosse. Und einer davon ist ein Guest. Hä? Aber wir machen das, wir machen das. So viel zu, wir machen das, ich bin gleich tot. Er ist down. Where's my guest? Da ist er. Yo, a kid, what? Naja, es sind Bosse, ich bin damit okay. Die spawnen ja jetzt wieder. Erst der Ghast. Der Ghast ist zu OP. Er ist gleich down. Perfekt. Ist der Ghast unsichtbar? Der Ghast ist bei mir verbuggt. Yo, er ist einfach ganz weit oben gewesen und deswegen weggebuggt. Also für mich als Spieler, gut. Für das Spiel alleinstehend, dass es einen Bug gibt in einem Update? Also, das geht besser.
94er. Ich hätte gerne eine neue Rüstung. Wobei, Bogen? Der ist halt mega fast. Und ihn zusammen ja, mit Strahlenkranz, wichtig, wichtig. Schutz auch. Für 3 Sekunden. Das kostet 3, okay, weil es mächtig ist. Dornen, come on. Ah ne, wir sind jetzt erstmal in dem Ding. Moin! Was davon will ich stärker machen? Einfach Level 99. Erfolg freigeschaltet, Vorstellung. Vergolden ist ja eine mega coole Sache. Ich hätte mir vielleicht angucken können, was die Attacke des Schwerts ist, bevor ich es vergolde. Vergolden ist ja eine mega coole Sache. Aber Gold zu finden, ihr müsst das Nether-DLC so auseinandernehmen, damit ihr hier irgendwas hinkriegt. Aber man kann auch normal angreifen, das ist doch schön. Und nicht nur Baumsäge 3000 spielen. Ja, Mini-Zombies, die nichts können, Mann. Geh doch mal weg hier. Ey, was sind das? Kommen nur Milben. Boah, das war bisher das Schwerste von allen. Ist halt schon ein bisschen traurig, wenn du halt wirklich so... Ja. Nix mit Schub. Muss ich halt gucken, so was lohnt sich mehr. Der hier gibt halt mehr Schutz. Klar, dass ich den nehme. So, wo skillen wir denn rein? Das könnte wichtig sein. Das macht die Gegner um mich herum langsamer, ist auch wichtig. Das hier interessiert mich eigentlich. Ey, die Musik hier ist so broke. Hier, Strahlenkranz kostet 4. Es tut mir leid für die Musik, ich kann das nicht ändern. Aber der Eisengolem war gar nicht so eine schlechte Idee. Der Creeper aber schon. Und ich muss sagen, das Sägeblatt ist doch nicht so schlecht. Also ich kann gut Damage machen. Ich glaube, ihr seht das auch. Yo. OP, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich auch nur eine Sekunde an dir gezweifelt habe. Neues Lieblingsschwert. Psst. Selbst Creeper. Selbst Creeper kriege ich mit so einem Ding kaputt. Strong. Die Waffe ist strong. Hä? Ah. Sehr strong. Mehr Gesundheit. Den Punkt. Wir warten auf die 4, glaube ich. Wie OP wollt ihr sein? Sägeblatt? Ja, ja. Okay. Eben. Schwierigkeitsgrad sehr balanced. Manches viel zu einfach, manches OP. Down. Der ist zu weit weg. Ich krieg den von hier nicht. Ja, wobei aber so.
Nimmt meine Säge. Selbst einen geskillten Gegner, gell? Hallo? Ich konnte nicht angreifen. Zack, 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 zack. Ja, auch durch die Giftwolke geht er ganz gut drauf. Oh, yes. Er steht da hinten sehr schön. Nein, ich habe ihn befreit. Keine gute Idee. Zack. Ohne Apple. Ein paar von euch mal ein bisschen down machen. Also ein so ein Angriff. Und ihr habt legit ausgesorgt. Also ihr seid dann wieder komplett full heal. Weil ihr so oft Strahlenkranz kriegt. Das ist der Wahnsinn. Was das? Oha. Es wird schwerer, es wird schwerer. Finde ich gut, muss ich sagen. Aber hey, ihr kennt mich. Sag gar nicht. Oh, hadida ha. Hihihihihu. Einfrieren. In Brand. Na, lohnt sich beides nicht. Ich habe noch 6 übrig. Da gehe ich einmal in Strahlenkranz. Und mit den 2 kann ich dann... Komm, lass uns einfrieren. Lass uns... Durchbohren noch mächtiger machen. Oder? Ja. Es ist die Stage, komm. Also da hat man schon wieder gar keinen Bock, wenn man das sieht. Da kümmere ich mich doch gleich um die hier. Die sind trotzdem... Schaut euch das an. Einmal kurz das Ding reingehalten, tot. Krass. Golem! Es ist einfach nicht normal, wie stark diese Säge ist. Ich will die für mein normales Game haben. Hey, was ist das denn? Also ich find's ganz cool, so dass es so ein... Ja. Ich find's ganz cool. Und wenn ich das Wort, ich find's ganz cool, in den Mund nehme. Passt das null zum Ding. Ohne einen stärkeren Goalie. Let's go. Nein, das heißt nicht, dass der Alte sterben soll. Oh no. Wir sind... Oh, wir sind 20. Okay. Wir kommen langsam in den Pizza-Party-Bereich. Yo! Ich hätte runterfallen können. Ein Creeper. Alles gut. Heilung, Heilung drauf, Heilung drauf. Schön drauf da. Schön da laufen im Kreis. Wegsäbeln. Sägen, sägen, nicht säbeln, sägen. Wichtig. Sehr schön. Schon OP. Oh, Bienen sind halt auch mega stark, aber Bienen musst du halt jedes Mal neu spawnen. Und sind jetzt auch nicht viel stärker als mein Golem, deswegen lasse ich das jetzt vorerst mal. Und... Bogen? Oh. Wichtig. Wichtig, wenn du gerade im Spam bist, klar. Hier sind halt beide extrem wichtig. Ja. Ist es wieder was zum Leveln hier? Jetzt kann ich das hier stärker machen. Stopp. Golem haben wir schon. Yo, einfach Heilung 113, was geht? So, den hier kurz anwählen, damit das Ding weggeht. Und wir gehen weiter. Das heißt, es kommt aber auch ein Boss. Ja. Bitte spawn nicht wieder 2, ich hasse dich.
Na klar. Herbert ist halt auch gleich down so. Mach ihn doch down! Okay. Also, klar, okay, gut. Es könnte sein, dass wir den Tower schaffen. Ganz kurz, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Normalerweise müsste ich die Folge beenden, aber ich habe keinen Platz für eine neue Folge. Okay, was nehmen wir? Ist das ein Sägeblatt? Kaputtes Sägeblatt? Ist auch dasselbe wie meins, oder? Vom Aussehen her schon. Und ist stärker. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das macht halt viel mehr Schaden pro Sekunde. Okay. Let's go. Ja, wo sind sie denn? Hm? Hä? Das sind neue Gegner. Sorry, dass ich dich direkt getötet habe. Ich wollte dich noch begutachten. I'm sorry. Ist jetzt keiner mehr? Cool. Okay, wir kommen auch weiter nach oben. Ich merke, es wird dunkler. Ja, einmal zu dem hingehen. LOL. Ah, nee, der ist gar nicht so stark. Ich habe ihn nur nicht richtig getroffen. Ja, fertig. Weiter geht's. Mal gucken, wie lange die Folge heute geht. Habe ich irgendwelche Hoffnungen? Eigentlich nicht. So, was kann man denn schön skillen? Beides heißt das hier oder das hier? Mehr Schaden. Jetzt, wo ist der neue Gegner? Nee. Jetzt mir egal, ob ihr neue Gegner seid. Jetzt seid ihr schon zu viele. Also Leute, die Säge ist sehr OP. Wenn ich mich so ausdrücken darf. Yo! Aber ihr könnt auch relativ schnell sterben, wenn ihr euch nicht richtig konzentriert. Ist das ein neuer? Nee, das ist ein Isolager. Finde ich jetzt aber nicht so gut, dass da ein Isolager ist. Ja, tot. Ich komme hier nicht durch. Das ist er hier. Da sind Gegner. Er läuft einfach dran vorbei. Ist der beste Golem, den ich je hatte. Ich treffe den von hier nicht. Das sind zwei Slimes. Ah nein, okay. Das ist noch einer und er hier. Irgendwo läuft noch was rum. Hallo? Also, Sound kommt von rechts. Wow. 24 Minuten. Jetzt sollten wir doch langsam mal sterben. Oh, der ist langsam. Oh, der hat Strahlenkranz. Oh, der hat auch Strahlenkranz. Und der macht Ultra, aber der ist langsam. Mit der Rüstung bin ich einverstanden. Dankeschön. Und zwar aus dem Grund und das ist mir relativ egal. Allgemeiner Schutz, dann ist... Ja. Hallo? Ja.
kleiner Zombie. Ich glaube, die werden auch, egal was es für welche sind, die werden von Power, also zu von Abschnitt zu Abschnitt einfach stärker. Das ist so meine Prediction. Da ist ein Crapper. Ein bisschen vorsichtiger spielen. Yo, wie ich abgehe, wie so eine Superrakete. Jetzt kommt er. Hüa! So, was nehme ich mit? Grass. Sind halt Schafe. Und die Schafe machen halt verschiedenste Effekte, je nachdem, wie man sie spawnt. But ich nehme den Verzauberungspunkt. Ja, gehen wir hier rein. Hallo? Ist es wieder was zum... Ja, hier ist ein Knopf. Hinter dir ist ein Creeper. Was hat mir dieser Knopf gebracht? Ich verstehe es nicht. Ah. Ja, wobei die Kleinen, die können ja nichts. Also das Sägeblatt in der Sägeform ist OP. Creeper sind überhaupt nicht OP. Ich habe einen Déjà-vu. Waren wir hier nicht schon mal mit 10.000 Creepern? Creeper. Okay, Creeper explodieren jetzt. Hier, der ist neu. Der ist so ein verzauberter Dude. Ich kann ihn nicht treffen. Okay, immerhin, wir haben ein paar neue Gegner, die mit speziellen Abilities kommen, aber... Ihr wisst Bescheid, 27 Minuten, ich glaube, das wird heute so eine Stunde eine Folge. Freut euch drauf. Morgen geht's wieder ganz normal weiter, das war's dann. Ja. Nein! Der hat das beides auf einer Stelle. Lohnt sich gar nicht. Aber wir sind halt extrem underlevelt so. Hier ist alles so 113 und mehr. Eigentlich bräuchten wir einen Bogen. Muss ich ernsthaft wieder den Verzauberungspunkt nehmen? Oh, das ist eine Beschwörung. Ja, komm. Ihr verbraucht Seelen, ernsthaft? Oh, come on. Wir haben Verzauberungspunkt. Ja, weiß ich. Wer bist du denn? Der war auch neu. Hier, die sind alle jetzt in ihrer Special Luminous Knight gewandt. Wir sind auch schon Stockwerk 7. Also ich hoffe, wir erreichen Stockwerk 20, einfach nur um zu sehen, was es da gibt. An was sterb ich? Hier hinten spawnt ein Creeper. Ich bin weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. No, 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 no. Oh, no, no, no. Yo! Okay. Down. Einfach alles weg, was sich uns in den Weg stellt. Okay, andere Seite waren wir noch nicht. Nein! Okay, das sind halt einfach Feuertypen, die anstatt Feuer den Trank von Hexen werfen können. Beruhig dich hier mal. Perfekto. Minuten.
Ist langweilig. Ihr glaubt es nicht. Es ist langweilig. Nimm ihn hier, komm. Nein! Ist an der Zeit, dass wir mal wechseln. Auf jeden Fall er. Er. Wir saven. Sind wieder auf so einem Stockwerk, wo wir skillen können, ja. Einzigartigkeit. Einfach Diamantschwert. Und Diamantschwert, ihr wisst Bescheid, ultra episch. Diamantschwert gar nicht mal so schwach. Warte, wir können auch jetzt hier... Erhöht den Seelenschaden. Na gut. Wir haben jetzt so ein Seelenviech. Boah, ich dachte gerade. Ach, wir sind schon... Ah, jetzt kommt ein Boss. Okay, wir sehen ihn. Kündigen sie einen Boss an, was machen sie? Ey, wie unfair ist das denn? Klar, erstmal... Hallo! Ich sterbe. Ganz kurz hier ein bisschen Luft verschaffen. Das ist halt mega schwach. Ich muss aber auf Nahkampf gehen, weil Nahkampf gerade meine stärkste Option ist. Okay, gibt's Knöpfe? Einen. Ja, dann lass uns direkt weitergehen. Hier oben. Toll! Oh Mann, ey, geht alle weg hier! Und ich dachte, wir sehen jetzt hier diesen Boss. Okay, Leute, wir sind im letzten Stockwerk, war ich noch nie. Ich hoffe, es gibt nochmal jetzt was für den Grind. Nix, gar nix, alles unter meinem Level. Auf eine krasse Rüstung hätte ich Bock. Ja. Einfach because, ihr wisst Bescheid. Schutz. Komplett reinskillen. Elektro. Gift. Zu teuer. Okay. Ich hoffe, wir sind soweit. Und jetzt despawnt, ja. Zwei? Gar kein Problem. Das wird nichts. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich will aber mindestens ihn besiegen. Ich besiege keinen von beiden. Sind viel zu OP. Ja, da ist er tot. Okay. Was heißt erneut versuchen? Okay, aber wir kriegen ein paar Sachen. Oh, wir müssen uns auch noch entscheiden. Oh, und die sind beide unter meinem Level. Ernsthaft? Ey, das ist jetzt halt sowas, das finde ich mega... Oh, come on. Ernsthaft? Es ist halt ein Standardbogen. Ja, okay, wir haben zwei Bosse besiegt. Ich bin damit ganz zufrieden. DLC oder halt Season, wie immer, ihr wisst Bescheid, unnötig. Ja. Der lohnt sich halt einfach viel mehr. Fertig. Ich hoffe, das Game stürzt sich wieder ab, so wie beim ersten Mal. Da ist ja immer abgestürzt, sobald ihr das Dings beendet habt. Nein. Es ist wenigstens über meinem Level. Es ist vergoldet, ist also stärker. Mal gucken, was wir skillen. Also auf jeden Fall, ja, das hier.
Kettenreaktion. Herschlag. Ja, ist ein Standardbogen. Und jetzt können wir eben hier hin, die Lagertruhe und das hier einsortieren. Jo! Und das war's dann mit dem viel zu epischen und spannenden Luminous Knight. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es einfach mit einer positiven Bewertung. Und wenn es euch nicht gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung, damit ich weiß, dass ihr genauso sehr leidet wie ich. Ich finde es schade einfach, was aus dem Spiel geworden ist. Und ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn wir das Spiel anfassen, ist es besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.